Anastasia, Band 5. Wer sind wir? Kapitel 14. Die Stadt an der Neva. Wie war es in St. Petersburg? Fanden dort ähnliche Veränderungen statt wie in Moskau? Fragte ich Anastasia. In der Stadt an der Neva verlief die Entwicklung etwas anders. Die Kinder dort hatten noch früher als die Erwachsenen das Bedürfnis, die Zukunft anders zu gestalten, und so machten sie sich daran, die Stadt umzuwandeln, noch bevor die staatliche Verordnung für Siedlungsgründungen in Kraft trat. Ei, 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 schon wieder die Kinder. An der Ecke von Tankakai und Nevsky Prospekt hatten Bauarbeiter einen Graben ausgehoben, in den ein 11-jähriger Junge gestürzt war und sich dabei den Fuß verletzt hatte. Ehe er wieder gehen konnte, saß er lange Zeit am Fenster des von Tankakai Nummer 25. Die Fenster der Wohnung hatten keinen Ausblick auf den Fluss, sondern nur in den Hinterhof. Was er sah, war eine nackte Ziegelwand mit abgebröckeltem Putz und das rostige Dach des Nachbarhauses. Eines Tages fragte der Junge seinen Vater: »Papi, stimmt es, dass unsere Stadt als die schönste im ganzen Land angesehen wird?« »Natürlich«, antwortete der Vater. »Sie ist sogar in der ganzen Welt für ihre Schönheit bekannt.« »Weswegen eigentlich?« »Wieso fragst du? Es gibt hier viele Denkmäler und Museen, und die Architektur im Stadtkern wird von allen bewundert.« »Papi, wir leben doch auch im Zentrum. Wieso sehen wir nur eine kaputte Wand und ein rostiges Dach?« »Die Wand? Nun ja, wir hatten halt etwas Pech mit der Aussicht.« »Nur wir? Die einzigen sind wir vielleicht nicht, aber im Allgemeinen kann man sagen...« Der Junge fotografierte die Aussicht aus dem Fenster, und als er wieder zur Schule gehen konnte, zeigte er das Foto seinen Freunden. Alle Kinder seiner Klasse machten Fotos mit der Aussicht aus ihrer Wohnung. Dann verglichen sie die Fotos. Insgesamt machten sie einen recht bedrückenden Eindruck. Mit ein paar Freunden ging der Junge zu einer Zeitungsredaktion und stellte dort die gleiche Frage wie seinem Vater. »Wieso heißt es immer, unsere Stadt sei schöner als andere?« Als Antwort erzählte man ihnen von der Alexandersäule, der Eremitage, der Kasaner Kathedrale und dem legendären Nevsky Prospekt. »Ist der Nevsky Prospekt wirklich so schön?« fragte der Junge. »Für mich sieht er eher aus wie ein Graben aus Stein, mit abbröckelnden Rändern.« Man gab sich Mühe, ihm den Wert der Architektur und die Form der Fassaden zu erklären. Momentan, so hieß es, habe die Stadt nicht genügend Mittel, um alle Gebäude gleichzeitig zu sanieren. Aber bald würde das Geld bereitgestellt und dann könnten alle sehen, wie schön der Nevsky Prospekt sei. »Aber kann denn ein steinerner Graben schön sein, selbst wenn er etwas aufgebessert wird? Außerdem wird der Putz sowieso bald wieder anfangen abzubröckeln, und dann beginnt die ganze Restaurierung von neuem.« Der Junge besuchte die verschiedensten Zeitungsredaktionen, zeigte dort seine inzwischen beträchtliche Sammlung von Fotos und stellte allen Redakteuren die gleiche Frage. Zuerst ärgerten sich die Journalisten über seine Aufdringlichkeit, und einmal sagte ein Reporter einer Jugendzeitschrift zu ihm: »Du schon wieder mit deinen Mitstreitern, jedes Mal werdet ihr mehr. Ich weiß schon, unsere Stadt gefällt euch nicht. Ihr hasst die Aussicht aus euren Fenstern. Tja, kritisieren ist nicht schwer, aber habt ihr selber schon mal was geleistet? Macht, dass ihr fortkommt und stört uns nicht bei der Arbeit.« Ein älterer Journalist hatte das Gespräch mit den Kindern gehört. Während er ihnen nachschaute, sagte er zu dem jungen Reporter: »Weißt du,
Irgendwie erinnert mich das Ganze an ein Märchen. An ein Märchen? An welches? Fragte der Jüngere. Es heißt des Kaisers neue Kleider. Und ich fürchte, unser Kaiser ist tatsächlich nackt. Eine Zeit lang bedrängte der Junge nicht mehr die Redaktionen mit seinen Fragen und holte auch nicht mehr den Packen Fotos aus seinem Ranzen. Das Schuljahr war zu Ende, ein neues begann. Dann jedoch hörte man in den Redaktionen vom erneuten Auftauchen der Kinder. Eines Tages sprach der alte Redakteur mit Begeisterung zu seinen Kollegen. »Stellt euch vor, die Kinder waren neulich wieder da. Das muss ich euch erzählen. Ich hatte ihnen mitteilen lassen, ich hätte nur 2 Minuten für sie Zeit. Das schreckte sie aber nicht ab. Ganze 3 Stunden verbrachten sie im Wartezimmer. Als sie dann zu mir ins Büro kamen, breiteten sie auf meinem Tisch einen großen Bogen Zeichenpapier aus. Mir verschlug es glatt die Sprache, denn was ich zu sehen bekam, war ein wahres Meisterwerk. Unentwegt bestaunte ich das Blatt und konnte es nicht fassen. Nach etwa 2 Minuten sagte der Junge, die Zeit ist um. »Was ist denn das?« schrie ich, als sie im Begriff waren zu gehen. Der Junge drehte sich um, und ich spürte den Blick aus einer anderen Zeit auf mir ruhen. »Tja, ich denke, wir haben jetzt einigen Stoff zum Nachdenken.« »Was hat er dann gesagt? Nun komm schon, spann uns nicht auf die Folter.« »Will er noch mal kommen?« fragten die versammelten Redakteure. Der Alte fuhr fort. Er wandte sich um und beantwortete meine Frage. »Was Sie da sehen, ist unser Nevsky. Bisher ist es nur eine Zeichnung. Wir wollen die ganze Stadt so gestalten.« Damit schloss er die Tür hinter sich. Die Journalisten steckten die Köpfe zusammen und bestaunten die wundervolle Skizze. Die Häuser des Nevsky-Prospekt bildeten keine geschlossene Front mehr. Ein Teil der alten Gebäude war geblieben. Jedes zweite Haus war weg. In den so entstandenen Zwischenräumen verströmten prächtige grüne Oasen verschiedenste Blütendüfte. In den Kronen der Birken, Kiefern und Zedern nisteten Vögel, und beim Betrachten der Skizze vermeinte man fast ihren Gesang zu hören. Unter den Bäumen gab es Sitzbänke, umgeben von gepflegten Blumenbeeten sowie Himbeer- und Johannisbeersträuchern. Die grünen Oasen traten aus den Häuserreihen ein wenig hervor, und der Nevsky-Prospekt war kein toter Steingraben mehr, sondern eine herrliche grüne Allee. An den Fassaden der Häuser waren zahlreiche Spiegel angebracht. Tausende von Sonnenstrahlen wurden von ihnen reflektiert und spielten auf den Gesichtern der Passanten, auf den Blütenblättern der Blumen und in den feinen Fontänen, die in jeder der grünen Oasen sprudelten. Die Menschen tranken lächelnd das sonnendurchflutete Wasser. »Anastasia, ist der Junge noch mal wiedergekommen?« »Welcher Junge?« »Na, der, der die Zeitungsredaktionen besucht und dort Fragen gestellt hatte.« »Er ist nie wiedergekommen. Er ist ein großer Baumeister geworden. Zusammen mit seinen Freunden und Mitstreitern hat er die herrlichen Städte und Siedlungen der Zukunft erschaffen, in denen hinfort glückliche Menschen wohnten. Und sein erstes schönes Werk auf Erden war die Stadt an der Neva.« »Anastasia, sag mal, in welchem Jahr wird Russlands schöne Zukunft anfangen? Du kannst das Jahr selber bestimmen, Wladimir. Wie kann das sein? Ist denn die Zeit dem Menschen untertan? Jedem, der in der Zeit lebt, sind seine Werke untertan. Alles, was durch einen menschlichen Traum erschaffen wurde, existiert bereits im Raum. Durch die Träume vieler menschlicher Seelen, durch die Träume deiner Leser wird sich der göttliche Traum verwirklichen.
Aus deiner Sicht kann das noch 300 Jahre dauern oder aber nur einen Augenblick. In einem Augenblick kann doch niemand ein Haus mit Garten bauen. Dafür ist selbst ein Jahr nicht genug. Aber wenn du dort, wo du lebst, in deiner Wohnung, in einem kleinen Blumentopf einen Samen einpflanzt, wird daraus der Ahnenbaum für deinen künftigen Familienlandsitz sprießen. Also bitte, du sprichst ja selber von dem, was in der Zukunft sein wird. In einem Augenblick kann sich kein Traum verwirklichen. Wieso denn nicht? Der kleine Same, den du setzt, ist doch schon der Beginn der Verwirklichung. Der Same nimmt Verbindung auf mit dem Kosmos und wird deinen Traum verwirklichen. Lichte, schöne Energien werden dich umhüllen und so wirst du Teil des vom himmlischen Vater verwirklichten Traums. Interessant. Dann sollten wir also sofort anfangen zu handeln. Aber ja, doch wie finde ich die richtigen Worte, um das alles den Menschen klar zu machen? Die richtigen Worte werden von selbst zu dir kommen, wenn du nur aufrichtig und wahrhaftig bist. Na hoffentlich. Versuchen will ich es jedenfalls. Zu tief verwurzelt in meiner Seele ist dein Traum, Anastasia. Ich wünsche mir, dass deine Zukunftsvisionen so schnell wie möglich wahr werden. Danke fürs Lauschen.